Moin, liebe Fußballfreunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tippspiel, nämlich zum 23. Spieltag am Montag mit Uwe. Seid gegrüßt, Fans, da sind wir wieder am Start. Ja, es ist wieder Montag. Nicht wundern, ich habe hier ein bisschen Tape drum. Du hast dich ein bisschen verletzt. Ja. Aber das kommt noch wieder. Irgendein Nerv hat sich da irgendwie eingeklemmt und das geht bis in die Fingerspitzen. Das ist. Ich sag nur mal, was uns hart macht, machen wir uns noch. Das stimmt gerade zu dieser Zeit. Ja, alles klar. Also, wir sind den 23. Spieltag. Interessante Spiele sind damit bei, wie ich finde. Und hier schon mal der Hinweis: Am Freitag kommt die DFB-Pokalprognose zum Viertelfinale. Von daher schaltet auch am Freitag unbedingt ein. Gut. Wir fangen mit der Freitagsbegegnung an, nämlich Bremen gegen Frankfurt. Bremen, wir können auch nicht auf das Spiel eingehen, dadurch, dass jetzt gerade für uns heute Sonntag ist und Bremen noch spielt gegen Hoffenheim. Frankfurt hat 2-1 gegen Bayern gewonnen. Deswegen, Frankfurt ist im Moment wirklich gut. Wer es verfolgt, hat es gesehen wahrscheinlich auch. Boah, Mann, ey, hat Bremen das schafft. Also dann sag ich jetzt mal, ich glaube, wir haben nicht das gleiche getan. Nee, haben wir auch nicht. Okay, 3, 2, 1, 0, 3. 1, 2. Ich hab's human versucht. Aber das wird schwer, weil Frankfurt hat einen Lauf, ich meine. Ja. Ich denke mal, das wird schwer eigentlich. Ich wollte erst einen Unentschieden tippen, aber so wäre es. Oh. Also ich sag mal, das ist ja noch in dem Sinne okay, Unentschieden. Vielleicht, weil Bremen hat ja auch die letzten Male gegen Frankfurt oftmals Remis gespielt. Ja, nun klar, aber dann haben Fußballzeit wirklich sagen ja. Wieder, aber also in Frankfurt finde ich aber im Moment ein bisschen zu stark. Ja. Also jetzt für Werder zu stark. Nächste Begegnung, Uwe. Aber egal. Stuttgart gegen Schalke. Ja, was soll man da tippen, Leute? Schalke jetzt wieder verloren. Was soll man da tippen? Tage ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Was soll man da tippen? Keine Ahnung. Ich tippe was habe ich selten, tippe ich selten eigentlich, komischerweise. So was habe ich glaube ich. Dann haben wir natürlich das gleiche. Ja, nicht. Okay, sehr runter. 3, 2, 1. Ich habe 2, 2, 1, 0. Sowas habe ich schon ewig nicht mehr getippt. Ich weiß nicht warum, aber ich jetzt. Ja, das war in Ordnung. Ja. Keine Ahnung, ich tippe irgendwie 2, 2 Personen. Ja, Schalke ist im Moment, wie gesagt. Was soll man da noch sagen? Ja. Also die haben noch nicht mal die 10 Punkte. Mainz spielt in der Rückrunde, sage ich mal, auf jeden Fall stärker mit einem neuen Trainer auch natürlich. Also die haben sich gesteigert, muss man schon klar sagen. Und können es wahrscheinlich auch schaffen, aber ich glaube Schalke, mit haben sie 9 Punkte, ne? Oder waren es 7? Schalke? Ja. 9. Nee, doch Schalke, ja, 9. Schalke hat 9. 9 Punkte und ich meine, das ist ja dann wirklich gut, so gut wie gar nichts. Ne? Sind nicht mal die 10 Punkte erreicht. Aber, das war ja gerade so fast perfekte Überleitung. Mainz holt auf. Und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den 16. Deswegen nächste Begegnung. Dortmund gegen Bielefeld. Ja. Ja, Dortmund jetzt wieder gewonnen, ne? Wie heute gegen Schalke. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Also aber gut. Sind Gegner von unten? Spielen sie. Ja, gut, ich denke mal, dass Dortmund da schon was vorlegen kann. Gerade gegen Bielefeld ist auch, sagt man, ein unangenehmer Gegner, aber Dortmund wie zu Hause könnte vielleicht etwas ausmachen, glaube ich nicht. Ich tippe wieder was ich sonst auch selbst tippe. Ach, warum hast du selten Tipps? Ich muss einschätzen. Ich sage, ich glaube nicht wieder, dass wir das gleiche getippt haben. Nee, auch nicht. Drei, okay. Bin ich dran? Nee, ich 3, 2, 1, 3, 1. 2, 0. Oh, aber die Differenz! Oh. Aber die Differenz, das war knapp. Ich tippe meistens nicht wirklich so zu 0. Ich tippe dann nochmal 1, 2 oder so, 2, 1 oder was. Mhm. 0, die steht meistens nicht bei mir. Heute ist Tag der 0. Also das ist auch beim nächsten Spiel so. Wolfsburg gegen Hertha. Ja, Alter, das ist schwer. Wolfsburg hat jetzt wirklich einen Lauf, ne? Muss ich ja sagen. Alter Schwede. Oben mit dabei. Easy Tipp. Alter Schwede, du. Easy Tipp. Hertha, gut, neuer Trainer, aber das fruchtet ja noch nicht ganz so wirklich. Haben sich nochmal wieder verstärkt, aber das ist auch, das wird nicht sofort greifen. Boah, ist das schwer zu tippen. Na, ich hab's. Du darfst wieder schätzen. Haben wir das gleiche Ergebnis? Nein, haben wir nicht. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 1. Oh, das war noch enger. Das war noch enger gerade als eben. Das war richtig eng. Ja. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ja. Kommen wir zur nächsten Begegnung, die da heißt Bayern gegen Köln. Ja, was soll man dazu tippen? Oder was soll man dazu Bayern sagen? Bayern spielt auch Champions League? Ja,
Darf man auch nicht vergessen, trotzdem. Ja, Champions League. Dennoch. Aber. Köln ist jetzt auch im Moment auch nicht so na, was heißt so stark ist. Kann man auch so nicht sagen. Boah, ey. Ich habe meinen Tipp. Warte mal. Ich. Genau. Hm. Ich sage, wir haben. Oh, wir könnten. Ja. Wir könnten vielleicht fast gleich liegen. Ja. 3, 2, 1, 2, 0. 2, 1. Oh! Da waren wir fast dran. Das war aber knapp. Das war jetzt aber wirklich. War fast oben auf. Ja, das war das. Hätten wir auch hier sagen können. Da wäre es auch fast gewesen. Ja, theoretisch. Das ist doch mal ein Tor. Oh, Uwe. Ja. Was? Achso. Leipzig gegen Gladbach. Ja, deswegen wegen Top-Spiel. Das wird nochmal interessant mit Leipzig. Leipzig ja jetzt auch quasi mit oben dran, ne? Dadurch, dass Bayern verloren hat. Ja, und das ist natürlich schon was, ne? Ja, und Gladbach, ganz kurz, glaubst du, Gladbach wird jetzt tatsächlich in die letzten Spiele richtig, ich drück's mal so aus, so richtig noch reinscheißen, dadurch, dass jetzt ja bekannt gegeben ist, dass Rose nach Dortmund geht? Also ich kritisiere den Wechsel immer noch. Ich glaube, das haben wir schon letzte Woche auch mal kurz angesprochen. Für mich war ja, ich finde das ein bisschen komisch, doof finde ich es auch. Letztendlich ist es immer dieses Hin und Her Gehecke. Entweder dann sage ich ganz klar, ja okay, ich wechsle. Kann ich jedem, ist halt verständlich heutzutage, wenn man noch vielleicht was erreichen will. Und da ist halt etwas höheres Potenzial in der Mannschaft natürlich auch irgendwo. Ne? Trotzdem ist das blöd. Ne? Aber ich weiß nicht, ob der Mannschaft jetzt schadet ein bisschen im Moment dieses. Jo. Obwohl. Apropos auch mit Dortmund. Am Freitag kommt ja unsere DFB-Pokal-Prognose und das spielt Dortmund gegen Gladbach. Gehen wir am Freitag drauf ein. Nehmen wir jetzt gleich hier im Anschluss auf. Aber nochmal dazu eben, da wo das schon im Gespräch fiel, dass Dortmund interessiert ist an Rose, da wusste man schon, dass wo der Hase läuft. Ja. Und da, wenn man schon sowas hört, nein, dann wird das ja erstmal nein. Das regt mich sowieso auch immer auf. Wir sind ja der Vertrag, ja. Der hat eine Ausstiegsklausel, wo ist das Problem? Ja. Also ist das Ding gelaufen. Da weißt du ganz genau, wo es hinläuft. Ganz kurz. Das ist so. Das Mikro ist an, oder? Ja, natürlich. Ich achte das schon drauf. Und wie gesagt, dann weiß man schon, was da ist. Gut, das nochmal dazu. Jo, ich muss runterziehen. Ne? 3, 2, 1. 3, 2. 2, 1. Das ist mein Tipp. Das stimmt, du hast jetzt nicht eingeschätzt. Aber egal. Was hab ich? Ob wir gleich tippen. Oh, wir waren ja mal auseinander. Gut. Machen wir weiter mit den drei Sonntagsbegegnungen und fangen mit der ersten an, nämlich Union gegen Hoffenheim. Schwierig. Und weil ja, Hoffenheim, schwierig ist, Hoffenheim kann ich auch mal so ein bisschen schwer einschätzen. Ja. Aber Union hat auch ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Gut, was ja normal ist. Aber boah, das ist für mich jetzt schwer zu tippen. Ja. Ach komm, ich weiß, was ich tippe. Ich hab mein Tipp. Ich weiß nicht, du hast die Begegnung angesagt, oder? Nee, ich hab angesagt. Ja, ich hatte da eben schon. Ich glaube nicht, dass wir richtig sind. Nö. Ich glaube nicht. Wir sind auseinander. 3, 2, 1, 1, 0. 2, 2. Ja, ich hab jetzt schon so gedacht, dass du unentschieden tippst. Das ist ein unentschiedenes Spiel für mich gerade so. Heute im Stand. Ja. Ja! Okay. Ja, das sind aber auch echt im Moment wieder so schwierig zu tippen Spiele für mich. Ja. Also dass wir jetzt Mainz gegen Augsburg, das nächste Spiel auch wieder so. Boah, Mainz, ja, okay, besser, sind besser geworden auf alle Fälle. Augsburg, ja, geht so. Weiß ich nicht. Ich weiß, was ich tippe. Okay. Du musst einschätzen. Ja. Achso, nee, ich glaube nicht, dass das Ding recht ist. Oder doch, wir könnten vielleicht beieinander liegen. Ah, okay. Könnt ihr mir vorstellen? Okay. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Jawohl! Treffer! Vielleicht ein Gedankenzug, das war mir schon fast klar diesmal. Ja, hab ich mir auch so. Weil das ist so, ich glaube, da hatten wir beide so den gleichen Gedanken, weil Mainz aktuell etwas besser Lauf hat, besser Spiel, wieder durch den vielleicht auch Trainer, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Genau. Und Augsburg, weiß ich nicht so, die sind ziemlich so ein bisschen unkonstant, mal so ein Mittelmaß. Auch wenn sie jetzt heute 1-1 gegen Leverkusen gespielt haben, aber das hat jetzt für mich gar keinen Einfluss auf diese. Ha, das ist die perfekte Überleitung. Jetzt begegnen Leverkusen gegen Freiburg. Guck mal, als hätte ich es schon vorbereitet, diesen Satz.
Ja, dann tippe ich. Da bin ich schon knallvoll dabei. Das Ding ist, jetzt kommt Europa League, darf man nicht vergessen. Ja. Und da hat Leverkusen deutlich, in dem Sinne auch mal, in dem Sinne, ja, richtig schlecht gespielt. Schlecht ist gar kein Ausdruck. Die waren so gut dabei, war, mal, ne? Das war so schlecht einfach. Ich verstehe das auch nicht, warum die so schlecht dabei waren. 3-0 hinten, dann noch 3-3 und dann noch 4-3 verlieren, ey. What the fuck einfach nur. Ja, das darfst du dir nicht. Da musst du auch gegenhalten, Mann. So, auf, ey. Ja, ich mach jetzt einfach mal. Ja, erster Instinkt. Das sieht echt scheiße aus, aber egal. Boah, wir könnten gleich liegen. Wir könnten. Gesundheit. Ich musste kurz anrufen. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2. Ah. Warte, was ist das? 3-2. Ach, 3-2. Okay. Weil ich erst 2-3 gelesen habe, deswegen weiß ich so. Das habe ich nicht gedacht. Ja, Leute, das haben wir schon. Gut, fassen wir nochmal sehr gerne unsere Tipps zusammen. Bremen-Frankfurt 0-3, Stuttgart-Schalke 2-2, Dortmund-Bielefeld 3-1, Wolfsburg-Hertha 2-1, Bayern-Köln 2-0, Leipzig-Gladbach 3-2, Union-Hoffenheim 1-0, Mainz-Augsburg 2-1 und Leverkusen-Freiburg ebenfalls 1-1. Oh. 3. Nee, 2-1, so. 2-1, genau. 2-1. So, da bin ich dran. Bremen, Frankfurt 1-2, Stuttgart-Schalke 1-0, Dortmund-Bielefeld 2-0, Wolfsburg-Hertha 3-1, Bayern gegen Köln 2-1, dann Leipzig-Gladbach 2-1, Union gegen Hoffenheim 2-2, Mainz-Augsburg 2-1 und Leverkusen-Freiburg 3-2. Jo. Genau, das waren unsere Tipps. Ja. Irgendwie auseinander. Ja, das waren unsere Tipps zum 23. Spieltag. So ist es. Schreibt eure Tipps, wie immer, sehr gerne auch in die Kommentare. Freuen wir uns sehr drauf. Und Freitag kommt die DFB-Pokalprognose. Nächste Woche, Montag, geht es dann weiter mit dem Tippspiel. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke klicken. Wir sind Teil der Top-Familie und der Fußballfreunde. Und, so sieht gut aus. Genau. Und dann, ja, wir gehen auf die 1000 Abonnenten zu, muss man hier auch nochmal kurz besser reden. Also, ja, das ist schon eine gute Sache, oder? Ja. Kann man doch sagen, oder nicht? Und ja, nicht mehr viele. Deswegen, das stimmt, fehlen nicht mehr viele, von daher abonnieren, favorisieren in dem Sinne. Und wir sehen uns dann am Freitag schon wieder in dieser Konstellation. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Abendschluss, Abendschluss vor. Ciao, liebe Fußballfreunde, bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss. Auch von mir ein Tschüss, macht's gut.